to Burnson, und dort zu Petzold, sie besiegen jeden Vorhalt. Feet to Burnson und dort zu Petzold, lass die beiden dein Freund und Helfer sein. So, Herr Melzer, dann erzählen Sie mal, wo hat man denn Ihr Portemonnaie gestohlen? Ob Sie es glauben oder nicht, in meinem Restaurant. Aha. Und wie heißt das? No, Dödi. Alles Tibi-Tobi. Bullerei. Ja, pass auf, was du sagst, Freund. Bist du Ärger oder was? Nein, weit entfernt davon. Bullerei ist der Name von meinem Restaurant. Hm. Dem Herrn Melzer hat mir gestern sein Portemonnaie gestohlen. Ja, das kann jeder sagen. Wo haben Sie es denn zum letzten Mal gesehen? Soweit ich mich entsinnen kann, habe ich meine Jacke über den Stuhl gehängt und dann haben mich die Jungs in die Küche gerufen, weil sie Hilfe bei der Mousse au Chocolat brauchen. Hilfe bei Mousse au Chocolat? Was gibt's da zu helfen? Mousse und Schokolade zusammenrühren, fertig. Ja, ist schon ein bisschen komplizierter. Also zunächst einmal nimmt man die Schokolade und lässt sie im Wasserbad schmelzen. Mhm. Aber das spielt auch keine Rolle, sondern mein Portemonnaie. Naja, und wenn man die Schokolade dann geschmolzen hat, hat man Kakao oder was? Nein, wir machen das Mousse mit weißer Schokolade. Die wird geschmolzen, dann heben wir ein bisschen Schmand da drunter, halbieren eine Vanilleschote, kratzen das Mark aus, rühren das da drunter. Aber nochmal zurück zu meinem Portemonnaie. Was und kommt da noch was rein in die Mousse? Was? Ja, Sahne. Und Eier, ne? In Mousse-Schokolade kommen doch immer auch Rühreier. Wen interessiert das? Es geht doch hier nicht. Jedes Detail kann von Bedeutung sein. Denken Sie genau nach. Haben Sie rohe Eier in die Mousse getan oder nicht? Nein, habe ich nicht. Aber meine Kollegin hat gesagt, dass da immer rohe Eier drin sind. Willst du sagen, die lügt oder was? Das will ich nicht. Es gibt Rezepte mit rohen Eiern in meinem Rezept. Also doch. Ja, aber in meinem Rezept sind keine rohen Eier. Oh. Du reitest dich da immer tiefer rein, Freundchen. Vielleicht brauchst du eine Woche Einzelhaft, um mal drüber nachzudenken. Hä? Was meinst du, Dirty? Das ist keine so eine gute Idee, oder? Ja, zwei Wochen? Schon eher. Mhm. Peter Burnson und Dörte Petzold. Sie haben mir einen Fall des Portemonnaie-Diebes ermittelt. Und das eine kann ich ja sagen. Ohne Ihren Einsatz wären wir nicht so weit, wie wir jetzt sind. Wir wären viel weiter! Aber anstatt nach dem Dieb zu fahnden, nehmen Sie den Bestohlenen fest und verhören ihn erst mal zwei Wochen, bis er Ihnen alle Rezepte verrät. Hm? Wissen Sie, was die Presse mit mir macht, wenn das rauskommt? Vielleicht einen kritischen Artikel schreiben? Nein. Vielleicht schicken Sie mir Freikarten für den Bundespresseball. Natürlich werden Sie einen kritischen Artikel schreiben! Und wenn das passiert, dann reiße ich euch eigenhändig den Arsch auf! Genial. Und das ist alles ohne Rohrei? Ja, das steht in unserem Kochbuch. Platz 1 der Bestsellerliste. Oh ja. Das verbessert das Image der Polizei. Das wird dem Polizeipräsidenten gefallen. Gute Arbeit. Darf ich jetzt gehen? Nein! Zwei Wochen später. In der Polizeiwache von Fiete und Dörte hat sich einiges verändert. Ist die Lammhaxe an Rotweinjuice mit Herzogin-Kartoffeln fertig? Danke. So, und hier ist dein Essen.